Ich habe vor kurzem einige Sachen hier für den Kanal gekauft, die ich euch zeigen möchte. Es sind ein paar Sachen zusammengekommen. Endlich kann ich euch mal wieder ein Haul zeigen und welche Sachen das sind. Das zeige ich dir nach dem Intro. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die kleine Coco. Hier geht's viel um Kosmetik, um vegane Kosmetik, um reizfreie Kosmetik. Es geht aber auch um Nachhaltigkeit. Und ich habe ein paar Sachen, die natürlich wieder zu meinem Kanal passen, die ich ja austesten wollte. Die habe ich gekauft, weil ich neugierig bin, weil ich immer vorschiebe, ich kaufe es für euch. Ja, ist eine tolle Ausrede, ich weiß. Und ich werde euch das jetzt einfach mal einzeln zeigen. Und zu diesen Sachen wird es dann auch Videos geben, geschweige denn zu den Informationen dahinter. Und ich würde einfach mal sagen, wir fangen mal an mit der Sonnencreme. Das ist jetzt schon meine zweite Tube. Ich bin immer noch an der ersten dran. Die ist jetzt aber auch noch zu. Die habe ich bei Ecoverde bestellt, weil es da wieder eine Rabattaktion gab. Und man weiß halt nicht, wann es die nächste gibt. Auf jeden Fall, ja, diese Rabattaktion hat mich dazu gebracht, da zu bestellen. Normalerweise kostet die um die 20 Euro, ist viel Geld. Das ist Naturkosmetik, ist aber kein Mikroplastik drin in dem Sonnenschutz. Habe ich eigentlich gesagt, was es ist? Sonnenschutz, es ist kein Mikroplastik drin, es ist unparfümiert, also man kann sie auf den Lippen auftragen. Und sie ist nicht zu fettig und macht nicht so einen krassen Schleier aufs Gesicht. Also ich habe tatsächlich zwei Sonnencremes schon gehabt, die waren eine Katastrophe. Die letzte Veleda, ihr wisst noch, und die funktioniert eigentlich echt ganz gut. Und mit der Aktion zusammen hat sie mich halt nur 15 gekostet. Die lege ich mir jetzt weg, ganz einfach, weil die andere ist noch halb voll ungefähr. Ist eine Kindercreme, also man kann sie eben auch für die Kinder verwenden. Ich mag die. Ich mag die echt gerne. Sie könnte noch so ein bisschen... Sie ist recht reichhaltig. Also ich kann nicht genug auftragen. Man sagt, dass im Gesicht, um den vollen Sonnenschutz zu haben, dass du 1 Gramm auftragen musst. Und das kriege ich nicht aufs Gesicht, weil dann wird sie zu speckig. Aber das ist, wie gesagt, meine Creme, die ich tagsüber verwende. Ich verwende keine Tagescreme mehr, weil das wäre dann zusätzlich noch zu viel. Mag ich echt gerne, kann ich euch empfehlen. Dann habe ich bei Ecoverde noch ein Mandelöl bestellt. Ich werde hier mal mein Video zum Thema Ölreinigung reinpacken. Und dazu brauche ich das Mandelöl, das ist relativ günstig. Das kostet tatsächlich kaltgepresst 4 Euro. 4 Euro rum waren es. Und ich brauche natürlich dazu noch Rizinusöl, das habe ich aber jetzt noch. Nachgekauft habe ich, wie schon erwähnt, das Mandelöl. Da habe ich jetzt schon einige Flaschen verbraucht und ich liebe das, das ist echt gut. Ich werde zum Thema Mandelöl auch noch was Gesondertes machen, wo ich halt über die Inhaltsstoffe spreche und so weiter und so fort. Also ein paar Fakten raushaue. Gutes Zeug kann ich auch empfehlen. Wie gesagt, die Ölreinigung ist eine gute Sache. So habe ich einfach wirklich auch eben meine Haut in den Griff bekommen. Ja, man sieht halt fast nichts mehr, was meine Haut betrifft. Gut, das Tageslicht, ihr dürft es nicht vergessen, das Tageslicht schluckt unwahrscheinlich viel. Also ich habe schon noch Unebenheiten auf der Haut, aber sie sind nicht mehr so schlimm. Ich trage Kompressionsstrümpfe und Menschen mit Kompressionsstrümpfen müssen darauf achten, dass sie ihre Haut pflegen. Diese Kompressionsstrümpfe, vielleicht sage ich sie jetzt auch falsch, keine Ahnung, aber durch die Kompressionsstrümpfe, so ist es zumindest bei mir, wird die Haut trockener. Es gibt spezielle Pflege deswegen auch, aber die nehme ich nicht. Ich gucke halt dann schon, dass ich irgendwie natürliche Öle verwende. Und das ist jetzt Aprikosenbutter. Das ist nur Aprikosenöl. Fragt mich nicht, wie das diese Konsistenz bekommen hat. Vielleicht habt ihr da ein größeres Wissen als ich. Ihr könnt das gerne mal unten reinschreiben. Das ist so geil pflegend, das Zeug. Das macht überhaupt keinen Fettfilm auf der Haut. Ja? Man denkt immer, wenn man mit Öl arbeitet. Aber Aprikosenkernöl, das ist schon richtig, richtig toll. Und das ist Aprikosenbutter. Da ist nichts anderes drin wie Aprikosenöl. Wie gesagt, keine Ahnung. Ich war neugierig und habe mir das halt besorgt. Und ich bin echt zufrieden damit, weil ich habe es jetzt auch schon verwendet gehabt. Wie man sieht. Und das ist echt gutes Zeug. Bei DM habe ich vor kurzem dann das hier entdeckt. Das ist ein festes Shampoo. Ihr wisst ja, ich habe
eine ganze Reihe mit festen Shampoos. Ich verlinke dir mal den Ordner mit den festen Shampoos mal unter dem i, falls du da Bock hast, dich ein bisschen durchzuklicken. Und Balea muss ich dann natürlich auch mal austesten. Ich habe jetzt vor kurzem erst das von Rossmann getestet. Das riecht hier jetzt ganz stark nach Vanille. Ich bin mal gespannt, wie gut ich damit zurechtkomme, weil jedes ein bisschen anders ist. Also nicht jedes feste Shampoo ist wie das andere. Also da gibt es immer natürlich Unterschiede. Nur die Form von dem gefällt mir jetzt nicht so ganz. Das kann ich euch ja zeigen. Quadratisch finde ich allerdings besser als rund, weil man kann die einfach gleichmäßiger abbrauchen. Aber es sieht irgendwie so ein bisschen aus wie so ein Spülmaschinentab, finde ich, in übergroß. Da hat das von Rossmann einfach eine schönere Form, wenn es darum geht. Aber am Ende wird es ja eh bloß verbraucht. Also von dem her hat, glaube ich, so um die 3 Euro gekostet. Also ein guter Preis. 3 oder 4 Euro. Und jetzt kommen die hochpreisigeren Sachen. Ich habe bei Face the Ori bestellt. Die Sachen sind gerade eben gekommen und ich habe mir gedacht, jetzt machen wir mal das Video. Und zwar habe ich bestellt, alle drei Sachen werde ich natürlich auch vorstellen. Die Sonnencreme werde ich auf jeden Fall vorstellen. Das feste Shampoo jetzt zu dem Thema Mandelöl werde ich noch was machen und zum Thema Aprikosenkernöl werde ich noch was machen. Aber da werde ich nicht die Produkte an sich vorstellen. Das hier ist jetzt, das wollte ich schon wie bei meiner anderen Kamera die Hand vorhalten, das bringt nichts. Das ist hier ein AHA-BHA-Cleanser. Ich habe von diesen Face the Ori Sachen immer ein bisschen Respekt, weil hier sind jetzt Säuren drin, hier ist AHA und DHA drin und das muss man natürlich abwägen, wie man das jetzt verwendet. Ich habe mit dem überhaupt keine Erfahrungen. Ich habe aber bereits schon drei Produkte von Face the Ori getestet, die ich grandios finde. Und meine Haut ist dank der Produkte so geworden. Kann man wirklich so sagen. Also, die können echt was. Face the Ori ist vegan und keine Naturkosmetik. Das ist falsch. Vegan und tierversuchsfrei. Die Sachen sind unparfümiert. Eben dann auch reizarm formuliert. Oder wenn du es haben möchtest mit Mandarine. Manche Sachen gibt es auch mit Bergamotte, habe ich gesehen. Das hier ist jetzt, wie gesagt, unparfümiert. Ich bin gespannt, was das kann. Hat glaube ich, so entweder 14, 15 oder 16 Euro gekostet. Habe ich hier Preise drauf? Hier habe ich keine Preise drauf. Schade. Dann haben wir das BHA-Serum. Das werde ich jetzt in Kombination mit dem No-Make-Up-Serum verwenden, weil es ist eben BHA und bei BHA und AHA musst du halt aufpassen, was kann deine Haut abhaben. Also wenn du schon ein bisschen geübter bist, kann man solche Säuren regelmäßig anwenden. Aber wer Säuren anwendet, der muss Sonnenschutz tragen. Du erhöhst dein Hautkrebsrisiko immens, wenn du Säuren aufträgst und keinen Sonnenschutz dazu trägst. Das geht gar nicht. Und das hat, glaube ich, auch so um die, nee, das hat 23 Euro gekostet. Nicht, dass ihr was Falsches sagt, das ist ein bisschen teurer gewesen. Man bekommt aber auch bei Face the Ori, bei der ersten Bestellung waren es, glaube ich, 30%. Ich hatte jetzt 20%, kann man auch nichts sagen. Und was ich noch bestellt habe, ist Squalane aus Oliven oder doch aus Oliven. Mit Squalanen kenne ich mich auch überhaupt nicht aus. Da habe ich überhaupt kein Hintergrundwissen. Ich finde es halt super spannend, dass ich dank euch, da muss man auch mal Danke sagen, dass ihr das Interesse einfach auch mit mir habt, neue Dinge ausprobiere, neue Stoffe, neue Inhaltsstoffe ausprobiere und einfach auch mal so gucke, was tut mir gut. Dank dem Leon auf Instagram habe ich das Thema Duftstoffe für mich vertieft, was machen die auf der Haut? Und prompt habe ich halt eine viel bessere Haut bekommen. Und das ist, wie gesagt, Squalane. Damit kenne ich mich, wie schon erwähnt, gar nicht aus. Was ist Squalane? Werde ich auch ein Video dazu machen, wenn ich mal ein bisschen schlauer bin, wenn ich mich in das Thema eingelesen habe. Und ja, vielleicht hast du ja schon Erfahrung mit einem der Produkte. Kannst du mir gerne unten in die Kommentare schreiben. Ich melde mich an der Stelle wieder ab, bedanke mich bei dir fürs Einschalten, gib mir doch einen Daumen nach oben, falls dir mein Video gefallen hat. Ihr wisst, mein Abo ist kostenlos und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, tschüss!